Hallo und herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist ein Fischkopf, wir spielen bei der Uncharted 4. Und jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Wisst ihr noch, letzte Folge haben wir Sachen gemacht. Und jetzt? Wow! Zu die Wand, jo! Die Fenche! Nathan! Fang! Klar, wirf einfach hier rüber. Easy. Ich hab sie. War das der Kopfschüssel? Gut gemacht. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir sehen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Walser. Okay, bis gleich. Okay, wo muss ich hin? Wir haben jetzt eine Waffe in der Hand. Das ist gut. So, können wir hier... Hallo? Wollen wir hier an die Stange ran vielleicht? Und dann? Wollen wir da rüber? Oder wollen wir jetzt hier rüber? Oder wollen wir das? Ist das etwas, was wir möchten? Können wir hier hoch? Nein, wir müssen hier runter. Alles klar, aber wir kriegen hier Munition. Das ist ganz gut. Victor, ich sitze hier fest. Eine Idee? Figlio di puttana! Sappiamo che sei qui da qualche parte! Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Auf zum Ballsaal. Hallo? Hallo, Sie? Schnell. Okay, beim Anspielen haben die mich hier wieder sehr schnell gesehen und haben sie mich kaputt gemacht. Aber jetzt sind wir einfach zu fuchsig auch. Wir sind gerade zu fuchsig für die Leute. Oh shit. Yeah. Heimlich, still und leise. Du hast eine Trophäe erhalten. Ich habe eine Trophäe erhalten. Oh oh. Okay, das hat der andere nicht gesehen, weil wir heimlich still und leise sind. Hallo? Schlaf gut. Es ist alles gut. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Hier? Das Fenster auf. Muss ich da lang? Vieni fuori, ora! Vieni fuori! Aspetta. Shit! Oh shit! Arsch! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier hin? Fast bald weiter. Nathan, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ja, es ist ja gut! Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Da oben, ne? Okay, wie komme ich da hin? Muss ich das Ding hier schieben? Tutto? No. Ja, hoch. Hier hoch, rüber, schnell. Se quanto. Kann ich hier... Oh yeah. Niente. Los geht's. Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Oh. Okay, Jungs, planen wir. Wir wollen hier weg, die Einfahrt ist komplett dicht. Was jetzt? Ja. Komm zum Brunnen vor dem Balsa, ich warte dort. Okay, los. Headshot. Nicht Headshot. Aber ich brauche hier diese Waffe. Okay. Oh! Granate. Wow. Alter!
gucken, kleiner Bruder. Kann ich hier lang? Oh! Oh, okay. Es hat mich ein bisschen... Es hat mich leicht überfordert. Wir schaffen das. Ich habe auch kein automatisch Zielen an, ne? Kommt der hier? Komm, hier kommt einer! Kannst du mal bitte aufpassen, wenn da jetzt Leute kommen, dass die nicht zu mir laufen, du Arsch? Ich rede mit meinem Bruder. Wieso habe ich eine Shotgun in der Hand? Ich wollte die nicht. Okay, ich laufe weiter hier. Wird hier jetzt getriggert, dass die Tür aufgeht? Wow. Dann noch, Digga. Vielleicht geht die Tür auf. Yes. Achtung. Hab ich. Wer schießt? Wo denn? Nein, wo kam denn der jetzt her? Okay. Komm das. Was ist das? Schafft er nicht? Wow! Oh! Alter, wo kommst du denn her schon wieder? Wuhu! Hab ich? Am Nachladen, bitte. Die sind nicht allein. Was denn? Oh, shit. Oh, 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 Digga, nicht sterben. Jetzt nicht sterben, bitte. Wir haben's fast. Wir sind fast weiter. Yes. Nein, jetzt. Oh. Ist jetzt nicht dein Ernst. Wow. Okay, ich gehe jetzt mal hier lang. Ich nehme tatsächlich absichtlich die Shotgun. Ich glaube, das hier ist ein besserer Weg. Oh, hallo. Seh. Da ist noch einer irgendwo. Nee. Okay, spring. 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 Geh hier hin. Oh, Bombe. Nicht daran. Hab ich. Nachladen, bitte. Hab ich. Hier noch einer irgendwo? Weil diesmal sind wir halt viel. Geht das halt viel besser als. Achtung. Halt! Ihr müsst hier raus, verdammt! Oh! Hab ich. Oh, shit. Wieso sind das schon wieder so viele? Alter Schwede.
Ich hätte noch 3 Schuss. Ein Schuss noch. Versteck dich. Ja, steh doch im Weg. Ha! Okay. Haben wir jetzt hier so ein Maschinengewehr? Geil. Habe ich. Haben wir noch mehr Maschinengewehr? C. Alter. Okay, also falls du es nicht weißt, ich bin jetzt nicht so der PS4-Controller-Profi, was Zielen angeht. Das heißt, alles, was hier passiert, darf ich. Hier ist noch Munition. Geil. Oh, shit. Was, da ist auch noch einer. Oh. Alter Schwede. Das war schon beim Event nicht so leicht. Für mich zumindest. Friendly Fire gibt's nicht, oder? Das wäre schlimm. Okay, lauf. Haben wir. Es ist ein bisschen aufregend. Jetzt stirb. Na, endlich. Gerade. Auto, spring. Spring. Oh, ich bin gleich tot. Los. Festhalten. Macht's gut, ihr Trottel. Alter. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piraten-Symbol, ein sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in Paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Muss ich. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, Herrje, Junge. Das ist nicht so einfach.
Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu. Mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sie. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, pass ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Oh, das sieht wieder so unglaublich gut aus. Die Kathedrale. Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Und bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Ja. Okay, also. Rein theoretisch müssten wir jetzt quasi hier dieses Grab finden und damit den 400 Millionen Dollar Schatz und damit Sams Leben retten und damit 200 Millionen Dollar. Ich kam nicht mit ihm klar. Unter uns aufteilen, was? Genug von mir. Ich rede gerade, Leute. Er musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Boys. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Okay. YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal legen wir hier los im 8. Kapitel in Schottland auf diesem Friedhof. Ich hoffe, ich komme da überhaupt hin. Das habe ich schon nicht mehr gespielt. Ich hab noch ein paar Meter bin ich gelaufen, aber dann weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.